1914 hat sich Irland noch nicht von der großen Hungersnot erholt. Von 1845 an zerstörte 4 Jahre in Folge die Kartoffelfäule das Grundnahrungsmittel der Inselbewohner. Die traurige Bilanz: 500.000 Tote. Die Überlebenden flüchten in die Städte und suchen Arbeit in Spinnereien und Werften. 2 Millionen wandern aus. Auf Hilfe von der englischen Regierung warten sie vergebens. Das vorher schon angespannte Verhältnis schlägt in offenen Hass um. Hatte die protestantische Bevölkerung noch die Union befürwortet, fordert nun die katholische Mehrheit die Selbstverwaltung, die Home Rule. 1893 schlägt London vor, ein gesamtirisches Parlament für innerpolitische Angelegenheiten einzurichten. 1912 fordert ein Gesetzesvorschlag, Irland eine eigenständige Regierung innerhalb des Vereinigten Königreichs zuzubilligen. Im April 1914, am Abend, bevor das Unterhaus über den Vorschlag abstimmt, ist keines der Lager zufrieden. Er wird zwar genehmigt, tritt aber erst nach Kriegsende in Kraft.